Spieleentwickler wissen, dass wir aus Spaß jeden Quatsch in ihren Games ausprobieren, der uns in den Sinn kommt. Je dober, desto besser. Egal, ob du die Shorts des Bürgermeisters klaust, dich mit dem Katapult in Gebiete schießen lässt, die du noch gar nicht betreten darfst, ob du vulgäre Fluchworte buchstabierst oder ob du Popen aus dem Uranus entnimmst, weil es im Englischen eine witzige Anspielung gibt. Alles macht Spaß, wenn du es anders machen kannst als vorgegeben. Das schauen wir uns genauer an. Los geht's! An einer Stelle in Batman Arkham Knight wartet der Joker darauf, dass Batman sein Auto einsetzt, damit es in der Story weitergeht. Du kannst aber genauso gut einfach rumeiern und mit dem Greifhaken spielen. Dann verplemperst du gut gelaunt Zeit und lässt dich einfach immer wieder hochziehen und runterfallen, ohne dass es in der Story weitergeht. Sobald du oben auftauchst, wird dir der Joker kleine Tipps geben, wie es nun weitergehen kann. Brucey, Baby, you're the one with the toys. Try using them. Wenn du die aber immer wieder ignorierst, platzt ihm irgendwann der Kragen. Und er schreit dich an, genug mit den Tipps, nutz das verdammte Auto. Right, that's it, I've had it. No more creatively subtle hints. Use the damn car! Irgendjemand bei der Entwicklertruppe hat vorausgesehen, dass wir Jokers Geduld komplett ausreizen würden. Die Geschütztürme in der Portal-Reihe sind teilweise so stark, dass sie in der Lage sind, Raketen abzufeuern. Die haben natürlich eine ganz andere Durchschlagskraft als die gewöhnlichen Geschütztürme. Als Spieler juckt es dich in den Fingern, rauszufinden, was diese Raketengeschosse so alles können. Und du möchtest natürlich die größtmögliche Explosion sehen. Durch das Gameplay von Portal Still Alive hast du längst rausgefunden, wie du die Portale bestmöglich nutzen kannst, um dahin zu kommen, wohin du möchtest. Tatsächlich gibt es Spieler, die ihre helle Freude dabei hatten, das Raketengeschoss durch Portale umzuleiten und es zu seinem Ursprungsort zurückzuführen. So ist es möglich, den Geschützturm mit seiner eigenen Rakete in die Luft zu jagen. Dafür gibt es vom Spiel sogar eine Trophäe mit dem Namen Saw That One Coming. In etwa daran haben wir gedacht. Früher, zu PS2-Zeiten, gab es in Resident Evil 4 einen genialen Trick, wie du den wild gewordenen Dorfbewohnern entkommen konntest. Oben auf dem Turm gab es eine Plattform, die die Dörfler nicht erreichen konnten. Also warst du dort in Sicherheit, bis die Glocke das Ende des Kampfes anzeigte. Natürlich versuchten Resident Evil-Veteranen im Remake den gleichen Trick. Nur hatten die Entwickler was dagegen, dass du die gleichen Cheats wie früher nutzen konntest. Wenn du jetzt den Turm hochkletterst, dann kracht die Plattform unter dir zusammen und du befindest dich wieder mitten im blutrünstigen Mob. Selbst wenn du die Tür von innen verriegelst, kannst du nur hilflos zusehen, wie der Kettensägenmann antanzt und ein anderer schon mal die Leiter holt. Im Remake bist du echt geliefert, weil die Macher deine Tricks vorausgeahnt haben. Oh, you gotta be kidding me. Die Spielewelt von GTA San Andreas ist bereits von Hunderttausenden von Spielern komplett erforscht und auf den Kopf gestellt worden. Wir behaupten mal, dass es keine geheimen Ecken mehr gibt, die du noch entdecken oder erforschen kannst. Selbst auf die höchsten Brücken kommst du mit etwas Aufwand rauf. Zum Beispiel mit dem Jetpack. Es kann ja immer sein, dass da oben etwas versteckt ist, was du gebrauchen kannst, oder? Auf dem schwer zugänglichen Brückenpfeiler in San Fierro ist ein Schild angebracht, auf dem zu lesen ist: Geh weg, hier oben gibt's keine Easter Eggs. Bei dem rotzigen Gruß der Entwickler kannst du nur grinsen. Denn natürlich ist das Schild durch Ironie ein waschechtes Easter Egg. Sehr gut gemacht, Rockstar Games. Normalerweise gehst du doch davon aus, dass die Macher eines Spiels es nicht gern sehen, wenn du ihre liebevoll und aufwendig designten Spielewelten überspringst. In Mario Odyssey wirst du aber fürs Überspringen des Kugelwilli-Labyrinths sogar belohnt. Wenn du keinen Bock hast, das gefährliche Level durchzuspielen und als Kugelwilli über Lava zu steuern, dann kannst du auch cheaten und schon ganz zu Anfang die Mauer hochspringen, um das Labyrinth ganz bequem und sicher von oben zu bewältigen. Da oben gibt es keine Gegner, keine Lava und du siehst recht gut, wo es lang geht. Und es gibt Berge an Münzen. Die hat dort ein Entwickler versteckt, der irgendwie nichts dagegen hat, dass wir sein Level auf dem einfachen Weg beenden. Cheaten und dafür belohnt werden. Das Konzept gefällt uns. Im heiteren und gemütlichen Stardew Valley baust du Gemüsesorten und Pflanzen an, ziehst Tiere groß und bewirtschaftest deine Farm. In regelmäßigen Abständen gibt es eine Art Messe im Dorf, bei der Bewohner ihre Feldfrüchte ausstellen können, um zu zeigen, zu was sie es im Laufe des Spiels gebracht haben.
Da liegen also Mais, Auberginen und Salatköpfe in den Boxen. Was anderes als Obst und Gemüse erwartest du auch nicht in der Ausstellung. Tja, du altes Schlitzohr hast aber dem Bürgermeister des Städtchens seine lila Boxershorts geklaut. Und wenn du es richtig eskalieren lassen willst, dann packst du die Unterhose einfach in deine Ausstellungsbox. Die Leute laufen vorbei und wundern sich über deine komischen Produkte. Für den Bürgermeister ist das schrecklich peinlich und er verspricht dir 700 Sternmünzen, wenn du ihm seine Shorts wieder zurückgibst. Es gibt Dorfbewohner, über deren Gesichtsausdruck du nur lachen kannst, denn du kannst es ihnen ansehen, wann sie realisieren, dass da gerade die Unterhose des Bürgermeisters im Salat liegt. Unsere Nummer 7 ist eigentlich nur im Englischen lustig, denn der Planet Uranus heißt im Englischen Uranus, was du auch als dein Arsch verstehen kannst. Darauf basiert der Witz, wenn du in Mass Effect 2 Gesteins- und Mineralienproben von verschiedenen Planeten entnehmen willst. Eigentlich ist es unnötig und sinnlos, Proben vom Uranus nehmen zu wollen, denn laut Beschreibung ist der Planet erschöpft. Wenn du aber doch unbedingt dorthin reisen willst, um Proben zu entnehmen, dann fragt dich der Computer: Im Ernst, Commander, probing Uranus? Und du hörst ein Seufzen. Really, Commander? Probing Uranus. Albernen Quatschhumor in Mass Effect 2 zu finden, hebt sofort unsere Stimmung. Probing Uranus. In Psychonauts 2 steuert der Spieler den jungen Akrobaten Raz, der übersinnliche Fähigkeiten besitzt. Raz ist klein und die Schreibmaschine riesengroß. Unsere Aufgabe lautet, den Namen des Adressaten rauszufinden und ihn mithilfe der Schreibmaschine aufs Papier zu bringen. Der Name selbst ist vielen aber zu langweilig. Du kannst hier alles eingeben und das wollen wir schwarz auf weiß gedruckt sehen. Unsere Schimpfwörter und Ausdrücke werden aber vom Spiel zensiert. Mit Rauten. Das geschieht automatisch. Es ist eine Art Kindersicherung, die die Entwickler da eingebaut haben. Wobei wir uns sicher sind, dass es genauso viele Erwachsene gibt, die in dieser Szene erstmal eine fette Beleidigung eingetippt haben. Jeder Fable-Spieler kennt das Geheimnis um die Witchwood-Steine. Und warum? Weil einfach jeder in die Falle tappt und an einer bestimmten Stelle sein inneres Spielkind rauslässt, was die Entwickler natürlich vorausgesehen haben. Bei den Witchwood-Steinen befindet sich eine Dämonentür, die mit einer Art Code geschützt ist. Wir müssen den Namen der Tür herausfinden und eingeben, damit sie sich öffnet. Du hast nur 4 Buchstaben zur Verfügung, H, I, T und S. Es ist ganz offensichtlich, dass sich damit auch Shit buchstabieren lässt. Und das ist bei den meisten Spielern auch die erste Wahl. Du schlägst also die Steine in der absichtlich falschen Reihenfolge und das Spiel bestraft dich für deine Impertinenz, indem es dir ein paar Balverines auf den Hals hetzt. Das war uns der Spaß aber wert. S, H, I, T. Das süßeste kleine Detail haben wir uns für den Schluss aufgehoben. In Spider-Man von 2000 für PS1 gibt es ein Cheat-Menü, in das du eintippen kannst, um Cheats anzuwenden. Handelt es sich einfach um ein ungültiges Nonsenswort, dann ertönt ein krachendes Geräusch und es passiert nichts. Du kannst aber auch absichtlich Fluchwörter eingeben oder deftige Beleidigungen. Dann erscheint Spider-Man und schlägt dein eingegebenes Wort mit der Faust. Die PC-Version ist noch besser. Wenn du da ein unangemessenes Wort eingibst, kommt nicht nur Spider-Man ins Bild, um zuzuschlagen. Dein Wort verändert sich in ein anderes, komplett harmloses Wort. So wird aus zum Beispiel Hummer. Irgendjemand musste also all unsere Fluchwörter und Beleidigungen voraussehen und sie in ein Programm einfügen, das extra entwickelt wurde, nur um unsere Flucherei auszutricksen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Es wird einen zweiten Teil geben. Wenn euch zu dem Thema also noch was einfällt, ab in die Kommentare damit. Vergesst nicht zu liken, abonniert, wenn ihr mögt und habt noch einen mega Tag. Bis zum nächsten Mal.